Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Hallo, werte Ultimisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Eternal Darkness Sanity's Requiem für den Nintendo GameCube. In der letzten Folge haben wir das Tome of Eternal Darkness an uns genommen und haben Pius Augustus Kapitel angesehen, der Auserwählte, was jedoch nicht ganz so gut für Pius ausging. Und wir haben die Runen soweit angeschaut. Eine rote Rune, eine blau und eine grüne haben uns für Ulioff entschieden, was uns einen ziemlich leichten Spieldurchgang ermöglicht. Weil grün wäre normal bis anspruchsvoll gewesen und rot ist schwer bzw. beinahe hardcore. Für mich leider noch ein bisschen zu extrem. Da müsste ich erstmal Eternal Darkness Sanity's Requiem ein paar Mal durchgespielt haben. Und dann. Gut, dann würde ich aber mal sagen, genug wieder um den heißen Brei herumgeschwätzt. Ich habe versprochen, wir sehen uns die Kapitelseite, die Unterwerfung des Todes, des Totengottes an. Und das würden wir jetzt auch tun. I cannot say what was the true beginning, nor am I sure of its end. So perhaps here is the best place to start. I am reminded of ideas I first encountered in Sir James George Frazer's book, The Golden Bough, a study in magic and religion. We are overwhelmed by a very human need to weave a web of meaning where there may be none. Since time immemorial, ancient peoples have dressed up their lack of knowledge as gods and demons. I have discovered that sometimes the fates of gods and mortals intertwine, and legends are born. Thy time is done, great ancient. Forever in shadow will you be master of chaos. And to fade to nothing in obscurity will be thy fate. My master has planned many millennia for this day. It is the true chaos of all things that you now must be entombed amongst the beings of flesh and bone. You have a great monument here, Mantarok. It is a pity that no one will ever recognize it as yours. May the darkness claim thee, crawling chaos and damned beast. No longer will thy reign be kept over the ancients you have kept imprisoned. Thou hast seen the last of this world. Mythical fables can keep me amused. There has to be something to do around here. I only wish something that fantastic and of higher purpose could happen to me. Ja Mensch, Pius, was hatten der jetzt schon wieder angestellt? Und wir haben einen weiteren Namen erfahren, Mantarok. Und hier haben wir das Symbol oder na super. So. Na, jetzt aber. Wunderbar, so will ich das haben. Im Boden ist ein dreieckiges Muster eingelassen. Die herausgeätzten Furchen sind mit farbigem Sand gefüllt. Diese Muster scheinen zusammenzuhängen, wobei eines Vorrang vor dem anderen hat. Genau, jetzt werde ich erstmal auflösen. Das in der Mitte, das lilane, das ist da das Zeichen von Mantarok. Das blaue ist Ulioff, das grüne Xelotaph. Und rot ist Chaturga. Und dieses System gleicht einem Schere-Stein-Papier-System. Also klar, Schere schlagt Papier, Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere. Und genau so ist es. Auch hier, Chaturga schlägt Xelotaph, Xelotaph schlägt Ulioff und Ulioff schlägt Chaturga. Was Mantarok ist,
erst eigentlich außerhalb dieses Spiels, kann man sagen. Er hat keine Stärke und keine Schwäche, aber er ist einer der ersten Älterer oder einer der Älteren, um es mal so zu sagen. Oder um einfacher zu erklären, wir haben einmal, wie bei Pokémon, Rot für Feuer, Grün für Pflanze, Blau für Wasser. Feuer schlägt Pflanze, Pflanze schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Und das in der Mitte ist normal, kann man sagen. So, dann schauen wir doch mal. Eine präzise aus Sandstein gearbeitete Statue einer Gottheit. Ihr aufmerksamer Blick richtet sich auf jeden, der den Tempel betritt. Um ihren Hals trägt sie eine seltsame Kette. Soll Elia die Halskette an sich nehmen? Ja, klar. Und wir erfahren endlich mal den Namen der Protagonistin, nämlich Elia. Elia hat eine seltsame Halskette gefunden. Diese Kette kann benutzt werden, um Elia zu heilen. Während der Spruch der Heilung gesprochen wird, darf Elia sich nicht bewegen. Und man hat gesehen, Pius, wollte ich noch anmerken, hat Mantarok gefesselt, oder gebannt, besser gesagt. Mit welchem Spruch? Ich kann dann nur eine Vermutung aussprechen. Aber das werde ich mir mal notieren, werde mir das nochmal ansehen und dann im späteren Zeitverlauf, wenn ich den Spruch weiß, na, ich weiß ihn auch jetzt schon, aber ich will noch nicht spoilern, werde ich das Rätsel um Mantarok auflösen. Und hier haben wir im Boden, ist ein auffallendes Bild eingraviert, das die Sonne symbolisiert, die am Rand der Welt untergeht. Ja Mensch, das sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten, genauso wie das hier. Die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit an. Ob das auch für die Kerzen gilt? Botenplatte und Kerzenschrein sollten wir uns merken. Und die Botenplatten sollten wir uns auch merken. Denn wenn wir Pech haben, müssen wir Fallen aus. Wie es Tempeln an sich haben. Puh. Und ich will keine weitere Falle auslösen. Halt, gibt es hier was? Nee. Es heißt, im Spiel gründlich alles durchsuchen, wenn nötig sogar Backtracking machen. Ansonsten kann man ziemlich einfach und ziemlich schnell was übersehen. Und wir kriegen es diesmal mit einem roten Zombie zu tun, was überhaupt nicht witzig ist. Denn die roten Zombies sind nämlich Chatoka-Zombies und die sind verdammt mies. Und verdammt stark. Wenn die Kreaturen den Charakter bemerken, verliert dieser langsam seinen Verstand. Die Flüssigkeit in der Anzeige des Verstandes nimmt langsam ab und der Charakter pulsiert in grünem Licht. Vorsicht, das kann zu Nebenwirkungen und dem Verlust der Gesundheit führen. Auf Deutsch ausgedrückt. Genau, Verstand. Diese Anzeige gibt den Level der geistigen Verfassung an. Bei jedem Zusammentreffen des Charakters mit einer Kreatur nimmt der Level ab. Je niedriger der Level ist, desto stärkere Halluzinationen treten auf. Wow. Jetzt. Kopf ab. Zuschlagen. Na komm, geh down. Durch das Ausführen eines Finalschlages kann die Anzeige des Verstandes wieder etwas aufgefüllt werden. Und genau deswegen habe ich gesagt, das sollte man sich unbedingt zunutze machen. Denn damit füllen wir den Verstand auf. Und das macht das Spiel nämlich auch so besonders. Nämlich der Verstand. Das Spiel geht nämlich auch etwas auf die Psyche, kann man sagen. Also jetzt nicht auf den Spieler, sondern auf die Spielfigur. Da kann so der eine oder andere Warneffekt auftreten. Naja. Im Boden ist ein auffallendes Bild eingraviert, das die strahlende Sonne symbolisiert. Das sollten wir uns jetzt merken, denn hier... Ob die Illustration... Nee, Entschuldigung. Die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit an. Ob das auch auf die Kerzen zutrifft, drücke YAX, um die Kerzen auszupusten oder anzuzünden. Warum sage ich nicht auszublasen? Pusten klingt eigentlich eher besser. So, dann werde ich mal die rechte Kerze löschen. Aha. Super. Und hier. Eine bronzene Halskette liegt auf einer antiken Urne aus Ton.
Nehmen wir gerne mit. Die werden wir nämlich brauchen. Na gut, der Zombie bleibt liegen. Der Zombie bleibt liegen. Der bleibt liegen. Wir wollen den Fallen vorsichtig umgehen. Ich habe keine Lust, eine Falle auszulösen. So. Und natürlich. Oh, oh. Weg da. So, Kopf ab. Arm ab. Arm ab. Und erstmal Finalschlag. Um den Verstand aufzufrischen. Also man sieht schon, je nach Zombie wird auch der Verstand aufgefüllt. Die schwarzen, lilanen Zombies, kann ich jetzt schon mal verraten, sind Mantarok-Zombies. Die haben im Großen und Ganzen nichts drauf. Und je stärker so ein Zombie, je stärker so eine Kreatur ist, desto mehr Verstand wird auch aufgefüllt. Und Mantarok-Zombies haben fast nichts drauf, außer dass sie ein bisschen nervig sein könnten. Und, ja. Eine schön gearbeitete, mit leuchtenden Edelsteinen verzierte bronzene Halskette. Und deswegen, ja. Da haben Mantarok-Zombies da fast nichts drauf und deswegen wird der Verstand auch kaum aufgefüllt. Eine seltsame Halskette aus dunklen, altertümlichen Stein und mit verwirrendem Muster. Mit dieser Kette kann der Spruch der Heilung angewandt werden, sofern Elia sich nicht bewegt, wenn er gesprochen wird. Ja, es ist gut, dass man die Halskette hat, vor allem wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, denn man sieht, Elias Gesundheit ist auch nicht gerade die beste. Vielleicht genauso stark wie die Verstandsanzeige. Und die zwei Symbole da, einmal das Chaturka-Zeichen und einmal das Dreieck, dazu komme ich noch viel später. Yep. Jetzt wollen wir die bronzene Halskette benutzen. Die gute Dame hat wieder ihren Schmuck und gibt uns diesen Gang frei. Man kann auch die Halskette gerne übersehen und man kann dann rechts abgehen. Ist auch recht. Wie man möchte. Im Boden ist ein auffallendes Bild eingraviert, das die Sonne symbolisiert, die am Rand der Welt aufgeht. Stimmt das? Jo, stimmt. Gut, gehen wir weiter. Die Falle will ich nicht auslösen. Es gibt verschiedene Fallen. Pfeilfallen, Gasfallen, Sensenfallen. Und noch ähnliche Fallen. Der Raum verschließt sich und wir kriegen es diesmal mit einem grünen Zombie zu tun, nämlich mit einem Xelotaph-Zombie. Ja, natürlich. Kopf ab. So. Die haben eigentlich auch so gut wie nichts drauf. Allerdings möchte man die doch auch zügig ausschalten. So. Jetzt. Im Boden ist ein auffallendes Bild eingraviert, das einen sternklaren Himmel anzeigt. Oder besser gesagt zeigt. Was bedeutet, wir sollen alle Kerzen auspusten. Einmal die und einmal die. Jetzt geht die Tür auf und die Tür geht vollends auf. So. Bin ich jetzt richtig, wenn ich hier lang laufe? Ich meine ja. Ja, bin ich. Oh. Ganz knapp. So, hier haben wir einmal. Vor der Wand befindet sich ein kleines Sockel, in den dekorative Muster eingearbeitet wurden. Das Blasrohr, das auf diesem Sockel liegt, muss eine besondere Bedeutung haben, da es sofort ins Auge fällt. Soll Elia das Blasrohr an sich nehmen? Ja. Und wir haben ein Blasrohr erhalten.